Ich fühlte die Macht des Entitos durch das Stahlwerk vibrieren. Bis Sam Greens engstirniger Heldenmut alles zunichte machte. Das Ritual gestört. Der Schlüssel zerbrochen. Doch Frank Stone starb in dieser Nacht nicht. Seine Essenz wurde ins Fundament des Stahlwerks gebrannt. Ein endloser, gequälter Albtraum. Ich musste einen Weg finden, ihn zu erwecken. Du kapierst es einfach nicht, oder? Du denkst, wir sind schwach, unbedeutend. Du machst mich krank. Es gibt da nur eine Sache, die ihr Bastarde nie verstehen werdet. Ihr könnt uns fesseln. Ihr könnt uns foltern. Ihr könnt uns vor jede höllische Prüfung stellen, die eurem kranken Hirn einfällt. Aber unseren Geist werdet ihr nie besiegen. Es ist nur, was ihr nicht wisst, ist, wir Menschen, wir sind aus härterem Holz geschnitzt, als ihr euch das je erträumen könntet. Was? Nein! Oh, lieber Gott! Ihr wollt, dass ich meine eigene Schwester hintergehe? Und dann lässt du mich leben? Und ich darf gehen? Das ist ungeheuerlich! Das ist unvorstellbar! Lass sie in Ruhe, verdammt! Sie ist unschuldig! Sie weiß von gar nichts! Das geht nicht! Das kannst du nicht tun! Komm schon! Ich bin am Boden! Aber nicht K.O. Noch nicht! Was soll das? Was? Ei! Ich wurde von einer riesigen Aliensäge halbiert. Und du glaubst, wenn du in zwei Hälften zersägt wirst, schreist du wirklich? Oh Gott, dieser unfassbare Schmerz! Ja? Steht das so im Skript? Nein, aber... Bitte, halte dich an den Text. Die Autorin hat immer recht. Das ist ein uraltes Gesetz. Aha. Ich habe meine Rolle ernst genommen. Das ist doch gut, oder? Ja, das ist ein Anfang. Bestimmt können wir Teile davon verwenden. Wie war's, Linda? Brauchbar? Ich schau mal nach. Kann man an der Super 8 die Maske checken? Nicht wirklich. Das Objektiv ist fest, also... Da will wohl jemand mit den tollen neuen Sachen angeben, die sie aus den Filmbüchern in der Bibliothek gelernt hat. Ich versuche nur, das Handwerk ernst zu nehmen. Das Handwerk! Ach Gottchen! Okay. Haben wir es jetzt? Oder wie? Ja. Also, sah doch super aus. Auch die Blutzähne? Also... Linda, du hast die Blutzähne im Kasten, oder? Eigentlich geht's ja mehr um Chaimes Performance. Ich fand mich grandios. Ja, aber hast du die Szene auch aufgenommen? Man sieht ein bisschen Blut in Chaimes Gesicht spritzen. Oh, Linda! Ich sagte doch, ich will eine breite Nahaufnahme von unserem supercoolen blutigen Arm und Chaimes Gesichtsausdruck. Nichts, nur eine extreme Aufnahme von Chaimes Gesicht. Ich hab's echt gefühlt. Du musst mir auch zugestehen, meine künstlerische Ader mit der Kamera auszuleben. Eine breite Nahaufnahme gibt's übrigens nicht. Oder eine extreme. Du machst dich hier echt zum Affen. Habt ihr vergessen, dass ich die Regisseurin bin? Und das ist Chris' Film, also... Keine Sorge, wir machen's nochmal, okay? Erst auf deine Weise, jetzt auf meine.
Halt still. Ich mach dich sauber. Diesmal kriegen wir es hin. Und wenn nicht, kannst du dich nach dem Dreh angemessen bei mir entschuldigen. Schmeckt wie Pfefferminz-Hustensaft. Ja, mein Würgen war ganz echt. Das war's wert. Soll ich gehen? Okay, okay. Macht euch bereit, alles auf Anfang. Wir machen weiter, wir machen weiter. Okay, Ton läuft. Kamera läuft. Okay, bereit machen. Und halten. Und halten. Und Action! Da! Fuck! Nein! Oh Mann, das ist nicht gut. Was habt ihr hier zu suchen? Oh, hi, Mr. Green. Sheriff. Sheriff. Ja, sorry. Wie oft habe ich euch schon gesagt, ihr sollt euch von hier fernhalten? Wir waren gerade mitten in einem Take. Ein Take? Für unseren Film. Ihr könnt hier keinen Film drehen. Aber hier spielt doch der große Höhepunkt. Dies ist ein abbruchreifes Stahlwerk, Jaime. Und ihr seid Einbrecher. Nun, wenn ihr die Nacht nicht im Knast verbringen wollt, dann schlage ich vor, dass du, Linda und... Dixie. Miss Tammy D. Dixie. Gordon. Miss Christine Gordon. Schlage ich vor, dass ihr das Gelände sofort verlasst und ihr unter keinen Umständen mehr einen Fuß ins Stahlwerk von Cedar Hills setzt. Nie mehr. Oh Mann. Sir, tut uns leid. Uns war nicht klar, dass wir was Falsches tun. Wir gehen. Hey, 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 Jaime. Wir müssen diesen Film beenden. Ich weiß, aber wir müssen dem Sheriff gehorchen. Er ist der Sheriff. Mir doch egal, er kann nicht... Und wir tun sehr gerne, was auch immer der Sheriff sagt. Und, vergesst nicht aufzuräumen. Was sollen wir mit einer kaputten Kamera machen? Sie reparieren. Den Film beenden. Aber woanders als hier. Was stimmt denn mit dem nicht? Er ist nicht so übel. Normalerweise. Wir tun nicht, was er sagt, oder? Echt? Wir überlegen dann in der Garage, wie wir den Film beenden. Alles im Kasten, Sir. Danke, Jaime. Denk dran, was ich gesagt habe. Nochmal warne ich dich nicht. Ja, Sir. Das ist echt ein völliges Desaster. Sei nicht so dramatisch. Wir haben doch gar keine echte Frist. Wer braucht eine echte Frist, wenn uns jede vergeudete Sekunde immer näher an die ultimative kosmische ewige Frist bringt?
gruftig. Gefällt mir. Hey, was hast du da? Oh, die sind für uns alle, wenn wir drehen. Überraschung. Halt, ihr steht beide vor der Kamera. Also, trag nur ich eins. Dann bist du unser Aushängeschild. Nee, keine Chance. Oh, nicht aufmachen. Ich habe den Film noch nicht rausgenommen. Ich dachte, sie ist kaputt. Ja, die Linse hat einen Sprung. Aber das Material ist okay. Es sei denn, du öffnest sie. Oh, ist ja gut. Wir haben gutes Material. Das Glas ist halb voll. Mann, lass mich wütend sein. Hat Sheriff Green denn nichts Besseres zu tun mit seiner Zeit? Zum Beispiel echte Verbrecher jagen und so? Cedar Hills ist nicht gerade eine Brutstätte des Verbrechens. Das stimmt so nicht ganz. Da war doch das Ding mit dem Serienmörder. Moment, wie bitte? Wann war das? Ah, ich war noch ein Baby. Ich weiß nicht wirklich was darüber. Oh, du bist immer noch ein Baby. Und du weißt noch immer nichts. Und jetzt sei ein liebes Baby und erzähl mir alles über diese Serienmördergeschichte. Ich weiß da etwas. Dann raus damit. Ich glaube, das ist der Grund, warum Sheriff Green uns nicht im Stahlwerk sehen will. Oh ja, dort ist das alles passiert. Du weißt also doch was. Und du hast nichts gesagt, Verräter. Ja, weil ich wusste, wie du reagieren würdest. Ja klar, verdammt. Linda, erzähl mir was über den Stahlwerkkiller. Nun, dort ging alles zu Ende. Aber davor gab es eine Reihe von Vermisstenfällen. Es waren Entführungen. Morde. Und wie hieß der Typ? Vielleicht sollten wir ihn in den Film nehmen. Oh, ich weiß nicht. Frank Stone. Also, hat Frank Stone tatsächlich Leute im Stahlwerk umgebracht? Was? Unser Stahlwerk? Wo wir vor einer Stunde noch gedreht haben? So lautet die Theorie. Frank hat im Werk gearbeitet. Aber ich glaube, es stand kurz vor dem Aus. Vermutlich war da kaum noch einer. Es wurde danach geschlossen. Wer waren die Opfer? Halt, Leute. Einige aus der Stadt, einige blieben unbekannt. Die Morde waren ziellos. Es gab kein Muster. Von wie vielen reden wir denn? Das ist nicht ganz sicher. Weil die Leichen nie gefunden wurden. Nur Teile davon. Wisst ihr, was das bedeutet? Dass wir einen neuen Drehort brauchen? Nee, Blödi. Sondern, dass wir schon den besten Drehort haben. Woher weißt du? Denk mal nach. Unser Film wird in einem echten Mordstahlwerk gedreht? Das ist kostenlose Publicity, Mann. Oh. Die Leute werden ins Kino strömen. Wir werden total berühmt. Okay, gut. Ein paar Zuschauer kriegen wir sicher. Aber was, wenn er ihnen nicht gefällt? Dann müssen wir eben zusehen, dass ihnen diese letzten paar Szenen den Schädel wegpusten. Oh, fuck, aber nicht, wenn unsere Scheißkamera im Arsch ist. Oh. Hey, vielleicht können sie die Kamera ja im Drugstore reparieren. Also, ja. Also, den Rest des Budgets habe ich für die T-Shirts verschleudert. Falls du niemanden kennst, der einen Film finanzieren möchte, stehen wir ganz schön dumm da. Was? Willst du mich auch nerven? Howdy, Partner. Wie ist das Landleben so? Hat er sich den Kopf gestoßen? Was ist los mit dir? Nix, tut mir leid. Warum verlangt Dad so verdammt viel? Ich bin zum Helfen hier, nicht um alles zu machen. Ich bin doch kein Dienstmädchen. Sehe ich aus wie eins? Sag bloß nicht, ich sehe wie ein Dienstmädchen aus. Er macht sich nur Sorgen um Mom. Er sorgt sich eher, dass ich verschwinde, sobald sie abkratzt. Und er sein eigenes Scheiß-Dienstmädchen sein muss. Wow, Bonnie. Das war echt hart. Deshalb ist es nicht unwahr. Vielleicht solltest du nicht so streng mit ihm sein. Es ist schwierig für ihn. Und mich auch. Ja, du musstest dein Leben ja nicht zurückstellen. Und von New York City nach Hause kommen. Und plötzlich Mutti spielen, weil deine eigene krank ist. Ich weiß, ich musste das nicht tun. Aber ich hätte es trotzdem wie du gemacht. Weißt du, Familie ist am wichtigsten. Familie ist am wichtigsten? Ist das eine Fleißarbeit? Das war als Kompliment gedacht, Bonnie. Oh, egal. Ich muss aus diesem Haus raus. Und zwar schnellstens. Es wäre vielleicht gut gewesen, Bonnie nach Geld für die Kamerareparatur zu fragen. Sie versteht Kunst und so. Hey, vielleicht brauchen wir Bonnie ja gar nicht. Warte, Jaime.
Ernsthaft? Ich zahle es ihr später zurück. Was sie nicht weiß? Ach, ich weiß nicht, Mann. Bonnie! Deine Tasche! Danke. Du hast nicht drin rumgewühlt, oder? Fass mein Zeug nicht an. Gut. Hier muss man doch irgendwie an Kohle kommen können, oder? Wenn wir wirklich Geld brauchen, gibt es noch die nukleare Option. Oh nein. Was ist die nukleare Option? Nein, nein, ja nur. Nein, nein. Ich entwürdige mich nicht nochmal. Worüber sprechen wir hier? Na schön, gut, ich tu's. Was denn? Mein Dad um Geld bitten. Oh. Er wird es mir nicht leicht machen. Ach Quatsch. Er kann sehr nett sein, wenn Jaime lieb fragt. Ja, und dann habe ich ein schlechtes Gewissen. Du wirst dich noch viel schlechter fühlen, wenn du deinen Dad überhaupt nicht anbettelst. Verstanden. Bist du okay? Du wirkst etwas benommen. Alles gut, aber was ist in diesem Kunstblut? Ich glaube, das ist echtes Blut mit Minzgeschmack. Oh, da stand drauf, man soll längeren Hautkontakt vermeiden. Du hast doch bestimmt gleich alles abgewaschen, oder? Du glaubst doch nicht, dass es wirklich giftig ist, oder? Das ist ein Horrorfilm, Jaime. Es kann jeden treffen. Jederzeit! Hoffentlich können sie die Kamera noch reparieren, bevor sie schließen. Ich weiß nicht, ob der Verkäufer sowas überhaupt kann. Hey, denk positiv. Ist ja nicht so, als hätten wir in dieser Stadt die Wahl. Was? Wie wär's damit? Ich dachte, der Laden steht leer. Gibt wohl einen neuen Mieter. Reparieren Kuriositätenläden Kameras überhaupt? Wo mein Großvater wohnte, gab's auch so einen Laden. Der Besitzer bastelte an lauter altem Kram rum. Man weiß nie. Da gibt's sicher lauter cooles altes Zeug. Sag du, Chris. Drugstore. Ich will kein Risiko eingehen. Sicher? Der Kuriositätenladen scheint echt cool. Der ist später auch noch da. Auch wahr. Also, wem gebührt die Ehre? Die Ehre? Mit dem Verkäufer. Du hast Angst, mit einem Verkäufer zu reden? Was? Nein, aber... Du willst nur nicht feilschen, oder? Ich bin derjenige, der sich vor seinem alten Herrn wegen 10 Kröten in den Staub werfen musste. Sag ja nur. Ich weiß, du hast Bammel, den gruseligen Verkäufer anzusprechen. Aber sie ist halt Schauspielerei. Das kannst du gut. Du kannst auch schauspielen? Ja, aber die Leute hier mögen dich wirklich. Ich weiß nicht. Das ist die Geheimzutat bei vielen Promis. Schauspielen kann jeder. Gut, manche können schauspielen. Aber von anderen gemocht zu werden, ist eine Superkraft. Ich bin schon charmant. Deshalb liebe ich dich. Muah. Oh Mann. Hals- und Beinbruch. Du machst das schon. Okay. Noch mehr davon und sein Ego passt nicht durch die Tür. Ich habe hier was Ungewöhnliches. Diese Kamera, Verfluchte Filme? Also, sieht echt übel aus. Die Sonst Linse ist kaputt und ich weiß nicht, ob ihr da was machen könnt, aber sie muss unbedingt repariert werden, deshalb wollte ich einfach mal fragen. Also, ja, könntet ihr sie euch vielleicht mal ansehen und sagen, ob ihr uns da helfen könnt? Damit könnte ich in Mördermill echt was machen. Wenn wir nur etwas Geld übrig hätten. Leider Fehlanzeige.
Reime soll seinen Charme für einen guten Deal nutzen. Vermisstes Kind. Hoffentlich finden sie es. Wir sind fast fertig mit dem Film. Abriss noch dieses Jahr? Wow! Das Stahlwerk bekommt seinen letzten Auftritt in unserem Film. Mann, wenn das nicht klappt und wir den Film nicht fertig bekommen. Verdammt tragisch. Ja. Ich glaube, wenn die Welt nie in den Genuss von Mördermüll kommt, wird sie auch nicht untergehen. Komm schon. Linda, was ist los? Okay, hör zu. Sei einfach ganz ehrlich. Was ist das mit dir und Jaime? Was meinst du? All euer peinliches Rumgeturtel. Du sagtest, ich liebe dich. Und? Das sagt man als Pärchen. Nicht, wenn man erst seit 3 Wochen miteinander geht. Schön, dann sagen es eben Liebhaber. Besser? Viel schlimmer. Linda, Jaime ist mein Liebhaber. Gewöhn dich lieber dran. Okay, das Wort geht gar nicht. Verzeihung, meine Damen, aber kann ich euch mit irgendetwas helfen? Oh, hey du. Hi, Robert. Hast du in der Bücherei gekündigt? Oh, das mache ich nur ehrenamtlich. Heute steht hier ein stinknormaler Angestellter vor euch. Oh, ein gesichertes Einkommen macht einen Mann attraktiv. Zugriff auf Buchreservierungen auch. Hey. Also, ich habe schlechte und gute Nachrichten. Erst schlechte Neuigkeiten. Schlechte Nachricht, die Kamera ist nicht zu retten. Scheiße. Wollt ihr die gute Nachricht? Wie lautet die gute? Die gute Nachricht? Robert Green arbeitet jetzt im Drugstore. Tada. Das wussten wir schon? Ja, seit circa 30 Sekunden. Bleib auf dem Laufenden, Jaime. Ganz genau. Der Kuriositätenladen ist noch auf. Vielleicht können Sie die reparieren? Ja, schauen wir mal rein. Wofür ist die Kamera? Mann, wir drehen den heftigsten Horrorfilm, den die Welt je gesehen hat. Oh, cool. Ja, aber dann hat dein Dad die Kamera zerdeppert. Er hat was? Es war ein Unfall. Wir haben im Stahlwerk gedreht und er war nicht erfreut. Das überrascht mich nicht. Er lässt diesen Ort nicht aus den Augen.
Ja, als er uns rausgeworfen hat, war er geladen. So habe ich ihn noch nie erlebt. Ich glaube, da kommen wir heute nicht mehr rein. Ich sollte es euch lieber nicht sagen. Aber es gibt mehr als einen Weg ins Stahlwerk. Oh, wirklich? Wenn ihr das Kameraproblem behoben habt, sagt Bescheid. Nachricht erhalten. Schauen wir uns das mal an. Wir haben ja nichts zu verlieren. Na los! Mann, wenn ich es nicht wüsste, würde ich sagen, der Laden ist schon ewig hier. Und 3 Tage. Wäre was für den Film. Es wäre verlockend. Was, wenn der Eigentümer ein irrer Serienmörder ist, der Teenager entführt und zu Antiquitäten verarbeitet? Dann ist das unser Jackpot. Schaut mal die Sachen. Oh, Kameras. Ah, die sehen nicht mehr ganz taufrisch aus. Die Besten stehen nie im Schaufenster. Wir müssen uns drinnen umsehen. Wollen wir? Wenn das eine Falle ist und wir laufen direkt in die Höhle dieses Trödelmörders, überlasse ich euch ihm, sobald es geht. Ebenfalls, Compadre. Sehen wir uns mal um, vielleicht finden wir ja was. Wie findet man in seinem Laden irgendwas? Das Chaos ist Teil des Charmes. Ist niemand da? Mist. Ich wollte damit angeben, wie gut ich falschen kann. Andererseits, wenn wir eine Kamera finden könnten, wir sie einfach mitnehmen. Ich meinte, ich sage nicht, dass wir was klauen sollten. Du hast recht. Wir können den Film nicht zu Ende drehen, wenn wir alle im Knast landen. Ich glaube nicht, dass man für Ladendiebstahl im Knast landet. Sollen wir uns aufteilen? Fang dort an. Oh. Süßes Häschen. Wem auch immer das früher gehört hatte, er hatte echt Pech. Also, ich habe nachgedacht. Über schaurige Liebesromane? Ja. Aber nee, über den Film. Wir könnten die Geschichte mit einer Extraszene noch intensiver machen. Ah! Trödelmörder! Wie schön, dass ihr euren Spaß habt. Aber wenn ihr darauf besteht, meinen Laden als Spielplatz zu benutzen, muss ich euch leider vor die Tür setzen.
Oh mein Gott, es tut mir so leid. Aber legt es auch wieder zurück an seinen Platz. Moment. Wir suchen nach einem Ersatz für die hier. Ah, verstehe. Wir drehen einen Film und sie ging kaputt. Haben Sie vielleicht was Passendes? Im Schaufenster sind so viele Kameras da. Dachten wir... Da war ein Stück. Ich weiß nur nicht, ob es noch da ist. Da muss ich mal kurz im Lagerraum nachsehen, falls ihr warten möchtet. Kein Problem. Bin gleich wieder da. Ich wette, sie bringt einen Fotoapparat. Oder ein Teleskop. Psst, lass dir Zeit. Mal sehen. Ist sie vielleicht in... Nein, vielleicht hier? Oh, gut. Da bist du ja. Also, wenn sie mit einer riesigen Kettensäge auf uns zuläuft, wäre ich schon ziemlich enttäuscht. Ihr habt Glück. Ein sehr edles Stück. Ja. Wow. Darf ich? Natürlich. Sie ist ziemlich alt. Könnte funktionieren, aber wir hatten uns eigentlich was anderes vorgestellt. Mhm. Wie viel wollen Sie denn dafür? Ah, da ist ein winziges Preisschild dran, aber leider, ich habe meine Lesebrille vergessen. Schau du doch mal selbst. Zehn Kröten. Okay, sicher. Ich finde, das klingt vernünftig für so ein Teil. Vielen lieben Dank. Vielen Dank für die Kamera. Oh, aber bitte keine Ursache. Es ist wirklich schön, wenn junge Leute eine Leidenschaft für die Künste haben. Ja. Ja, die haben wir. Der Jahrhunderte trug ich viele Masken. Dr. Augustin Lieber war renommiert und kompetent. Frank Stone vertraute sich mir an, erlaubte mir, sein Potenzial zu entfesseln in den düsteren Tagen in der Psychiatrie. Nun, eine neue Gestalt und Zeitachse. Eine neue Chance. Ihnen die Kamera zu verkaufen war unfair, selbst für mich. Sie ahnten nicht, welche Macht sie damit hatten. Oder welche Schrecken im Stahlwerk auf sie warten würden. Welcher Schöpfer würde nicht für seine Kunst leiden?